Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch wieder recht herzlich auf meinem Kanal zu einem kleinen Fotovlog. Muss mich ein bisschen kurz halten, ist auch noch der Akku hier leer von meinem Pocket. Ja, ich bin an den Schliersee gereist, um ein paar wundervolle Aufnahmen von diesem wundervollen See zu machen. Habe mich riesig drauf gefreut, aber vielleicht sieht man es ja im Hintergrund. Also es regnet. Ah, Wahnsinn. Katastrophenalarm hier über, also hier unten nicht, aber ihr wisst ja aus den Nachrichten bestimmt, dass hier Bayern, Chiemsee-Raum, Land unter ist, Tschechei, Österreich und so weiter und so fort. Aber hier ist eben nur Dauerregen. Auch der Chiemsee tut hier überschwemmt an einigen Stellen. Auf diesem Rundweg hier unten kommt man gar nicht durch. Wir mussten jetzt wieder hier außen rumlaufen. Chiemsee an den Schliersee. An dem Schliersee. Der ist überflutet an einigen Stellen. Man kommt nicht durch. Wir mussten jetzt nochmal hier zurück und außen rumlaufen. Ich habe hier 3 Bildchen mitgenommen. Kann man aber jetzt hier keine Erklärungen machen, denn dann wird alles sacknass. Ich blende euch die Bilder dann einfach mal ein. Ich bin hier, 3 Tage will ich hier am Schliersee bin ich 3 Tage hier unterwegs, will auch mal rüber zum Degernsee, mal gucken. Und ja, diese 3 Tage will ich hier einfach mal zusammenschneiden. Mal gucken, was dabei rauskommt für ein kleines Video, für ein kleiner Fotovlog. 1% Akkuleistung. Also meine Lieben, ich blende euch die Bilder hier von diesem regnerischen, komplett verregneten Tag am Schliersee blende ich euch einfach jetzt mal hier ein. Viel Spaß damit. Und ja, morgen soll das Wetter besser werden, will ich nochmal so 2 Aufnahmen machen, damit man mal so diesen Unterschied sieht vom schönen Licht und ist ja auch dramatische Stimmung. Viel Spaß mit den Bildern. Und ich würde sagen einfach, wir hören uns. Ja, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, Tag 2 meiner Schliersee-Reise. Und ja, nach dem katastrophalen Wetter von gestern mit den 2-3 Bildchen, die ich eingeblendet habe, jetzt ist die Sonne mal rausgekommen, aber ja, ist trotzdem ganz schön Land unter hier am Schliersee. Ich drehe euch mal rum. Ja, hier die Fischerhütten hier am Schliersee. Man sieht jetzt hinten so langsam hier endlich mal blauen Himmel hier durchkommen. Aber hier vorne ist eigentlich hier dieser Spazierweg. Und hier ist komplett Land unter. Ja, hier links. Man sieht hier links. Kommt jetzt so langsam ins Bild. Hier ist eigentlich eine Bank, wo man hier richtig schön sitzen kann. Aber alles durch diesen starken Unwettern, die hier auch hier geherrscht haben, ist natürlich alles überschwemmt. Das geht bis hier raus. Eigentlich ist hier vorne alles Badestrand, wo man chillen kann. Man sieht auch hier links vom Bootsverleih alles komplett hier abgesoffen. Ja,
Kurze Rede, langer Sinn. Ich will mir von hier mal bei diesem Licht jetzt ebenfalls mal zwei Bildchen mitnehmen. Ja, meine Lieben, jetzt mal 3-4 Bildchen gemacht. Auch von dieser Stelle hier drehe ich einfach mal wieder das Teil hier um. Ja, es geht gar nicht auf den Pocket drauf, so weitwinklig ist er wieder nicht. Weil hier hinten rechts ist eine Hütte, dann hier links ist eine Hütte, die will ich drauf haben. Dann hier diese Wahnsinnsspiegelung hier im See von diesen Wolken. Hier hinten ist dann irgendwo der Kirchturm, ja, weitwinklig ist das wahrscheinlich jetzt nicht der Bringer. Aber Wahnsinn mit dieser dramatischen Wolkenmasse, die sich hier im See spiegelt. Ja, die Bilder will ich mir mitnehmen und ich würde sagen, ich blende euch mal hier zwei, drei, vier Bildchen ein. Ich würde erst mal sagen, wir hören uns, meine Lieben. Ja, meine Lieben, auch hier hüben sieht man Land unter am Schliersee. Hier so ein Bootsanleger. Auch das Ding ist hier komplett unter Wasser. Im Hintergrund sieht man ja die steigen Wolken, die Berge verdecken. Hier lag eigentlich noch Schnee oben. Und ja, ich wollte mir das jetzt eigentlich so mitnehmen, dass man ja diesen überschwemmten See hier sieht und im Hintergrund die schneebedeckten Berge. Aber die sind jetzt so stark verhüllt, dass man da jetzt nichts mehr sieht. Aber dieses Bildchen hier, was ihr jetzt hier gesehen habt, werde ich mir natürlich auch mitnehmen. Und ja, blende ich mal das Bildchen ein. Ja, ich bin jetzt hier an den Tegernsee gefahren. Das gleiche Spiel hier, auch hier ziemlich viel Land unter am schönen Tegernsee. Hab mir hier auch schon mal ein Bildchen mitgenommen. Sieht man aber wahrscheinlich jetzt wieder nicht. Doch hier hinten ist, glaube ich, so ein Schild,
mitten im Wasser drin, auch von den Überschwemmungen her. Eigentlich ist hier, wo ich hier stehe, geht hier so ein Uferweg außenrum, den kann man aber nicht laufen, auch überschwemmt. Man sieht es an dem Schild hinten, Bildchen blende ich euch ein. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag 3 ist das heute am Schliersee. Heute will ich auf die Schliersbergalm, nennt sich das glaube ich, wandern und bin jetzt schon mal ein Stückchen hier hochgewandert und habe mir hier gleich schon mal eine Wahnsinns-Location hier ausgesucht über den Ort Schliersee. Ich drehe euch mal rum. Ja, das hier soll so mein Blick sein, also meine Komposition. Denn, ja, okay, ein bisschen weiter von hier hüben war ich. Und zwar, damit ich hier den Ast hier reinkriege als Rahmung. Hier üben ist der Ort Schliersee mit diesem Kirchturm. Hier vorne ist auch noch so ein bisschen schönes Licht hier drin. Und hier hinten ist noch dieser schneebedeckte Berg hier hinten drin. Dann irgendwo hier hin, man sieht es wieder auf dem Pocket schlecht, hier ist auch noch mal irgendwas mit Schnee. Ja, diesen Bildausschnitt will ich mir mitnehmen, meine Lieben. Dann würde ich erstmal sagen, viel Spaß mit diesen beiden Bildchen, diesen beiden Kompositionen auf den Wanderweg hoch auf die, ja, Schliersbergalm, glaube ich. Oder Schlierseealm, Schliersbergalm, glaube ich. Und ich würde sagen, wir hören uns. Ja, meine Lieben, ich bin wieder mit meiner Assistentin unterwegs. Wir beide auf dem Weg hoch zur Schliersbergalm und wünschen euch ein paar schöne Bildchen mit uns, schöne Wandertour mit uns und ja, wir hören uns spätestens oben an der Alm mit einem schönen kühlen Getränk. Kaiserschmarrn, Knödel, genau. Schäuferle, Schweinsbraten. Mal gucken, was wir alles zu uns nehmen.
Bis gleich. Meine Lieben, nächster Spot, den ich hier entdeckt habe, ich drehe euch mal rum, das ist hier so ein schöner Baum. Der Baum hier, der ist so gespalten, dann wieder dieser super, super Blick hier raus und hier unten, weiß nicht, wie ich, also ich sehe es leider nicht auf dem Pocket, da, hier unten hier durch diesen Spalt hier, da guckt dieser Kirchturm von Stier, ich weiß jetzt nicht, wie ich das, also ich sehe nichts. Aber auf dem Foto ist es dann drauf. Also da guckt genau der Kirchturm von Schliersee, guckt hier durch. Und dann will ich das hier, wieder dieses super Panorama hier wieder mit einfangen. Ja, ich hoffe, dunkel. Ja, ich hoffe, dass das wieder ein schönes Bildchen wird. Einfach noch mal rumdrehen, ohne Baum. Also guckt euch das an hier, Schliersee, Ort Schliersee, hier unten ist dann irgendwo der Kirchturm, hier ist eine schöne Almhütte, dann wieder die schneebedeckten Berge hier hinten, einfach genial. Ah, meine Lieben, oh, wieder dunkel. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, viel Spaß mit diesen Bildchen. Meine Lieben, nächstes Motiv, wieder von hier oben, wieder eine Station höher, ich drehe wieder. Also hier ist wieder das Laub, oben durchs Laub kommt die Sonne durch, möchte ich so einen Sonnenstern haben, weiß nur nicht, wo die ist. Ah, hier oben ist die Sonne. Hoppala. Dann auf 15 mm möchte ich die hier oben drin haben. Hier rechts ist dieser Baum als Abschluss, hier ist so ein schöner Schatten drin, also so ein schöner Sonnenstreifen drin. Und ja, diesen Flock hier, den mache ich weg, den will ich nicht im Bild haben. Und dann so stellen, dass jetzt kein Ast dieses Schneefeld hier hinten verdeckt. Also das ist so meine Vorstellung, die ich hier machen möchte, meine Komposition. Und ja, ich würde erstmal wieder sagen, auch mit diesen Bildchen, viel Spaß. Ja, meine Lieben, wir beide haben es geschafft. Wir sind auf die Schliersbergalm gewandert. Kann ich jedem empfehlen, nicht die Seilbahn zu nehmen, sondern es tun sich hier wahnsinnige Ausblicke auf, hier hoch. Man kann das richtig genießen, vor allem heute Kaiserwetter. Nach dem Anfang, wo wir angereist sind, strömender Regen, Unwetter, jetzt Kaiserwetter. Hat richtig Spaß gemacht hier das Ganze. Ja, rundewärts könnte man die Seilbahn nehmen, aber ja, das bisschen hier, das ist nicht weit. Eine Stunde ist von unten angeschlagen. Ja, mit Fotografie braucht man eine Stunde, ansonsten läuft man wahrscheinlich 40 Minuten ja auch. Ist jetzt keine große Herausforderung, aber es lohnt sich. Und dreht euch mal rum. Ah, das wäre dann
der Ausblick von der Schliersbergalm auf den Schliersee mit der kleinen Insel hier unten. Also wirklich genial. Hier drüben kommt dann die Seilbahn hier hoch. Ich drehe das Ganze einfach mal rum. Hier muss dann gleich irgendwo eine Seilbahn auftauchen. 3, 2, 1, jawohl. Hier irgendwo, ich sehe die wieder auf dem Pocket natürlich nicht. Irgendwo ist eine Seilbahn. Ah, jetzt sieht man sie da hinten. Aber einfach wieder rum. Der Ausblick hier ist natürlich wesentlich schöner. Und hier oben kann man auch schönes Radler trinken, Kaffee trinken, speisen. Ich sage erstmal ciao, ciao. Mal gucken, wie es dann hier weitergeht. Abschluss meiner kleinen Tour an den Schliersee. Bin hier unten, man sieht sie hinter mir, ist hier so ein Fußweg, Radweg, was das sein soll, keine Ahnung. Alles kreuz und quer, ein Scheißverkehr hier auf dieser Uferstraße hier. Das ist so eine idyllische Gegend, aber meine Güte hier. Ja, wollen wir mal nicht schimpfen. Es ist traumhaft hier zum Fotografieren. Ich bin hier nochmal zum Sonnenuntergang hierher gelaufen und habe mir hier einen kleinen Spot ausgesucht. Und jetzt wird das Licht so richtig sanft. Ich stelle euch mal das Motiv wieder auf der Kamera vor oder an der Kamera mit dem Pocket. Bis gleich. Das Motiv. Ich drehe herum. Also hier ist meine Kamera und ich will hier so in diese Bucht hier hinein fotografieren, bei diesem schönen sanften Licht, das jetzt hier hinten auf diesen Kirchturm fällt. Und ich bin hier auf 60 mm rum. Ich habe mir jetzt auch mal eine Langzeitbelichtung mitgenommen. Also ich habe jetzt hier meinen 10-Stopp-Filter drauf. Bin hier auf Blende 16, da komme ich hier bei 15 Sekunden hier raus. Und so will ich mir auch mal das Bild mitnehmen. Allerdings will ich jetzt das Wasser, man sieht es, das ist so kräuselig. Das will ich jetzt nicht ganz platt machen. Es soll so ein bisschen Struktur noch in diesem Wasser drin sein und dann das sanfte Licht, das hier so, man sieht es auch hier hinter mir, fällt jetzt so ein sanftes Licht von links hier rüber aufs Ufer. Das will ich auch so ein bisschen mit drin haben. Und ja, ich würde sagen, ich lösche das Ganze einfach mal aus und dann stelle ich euch das Bildchen mal vor. Also ich sage hiermit schon mal viel Spaß mit diesem Bildchen hier auf Blick auf Schliersee.
Ja, meine Lieben, so irgendwie so richtig ist es nicht so, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Aber, naja gut, es waren jetzt überhaupt keine Wolken im Himmel. Aber man sieht jetzt hier hinten, kommen sie wieder ziemlich schnell reingezogen. Ich drehe mal wieder die Kamera um, wie immer. Ja, hier dann meine Perspektive. Man sieht hier hinten, hier kommen sie jetzt ziemlich schnell hier rüber gezogen. Die ganze Zeit war wie auf der linken Seite komplett wolkenlos. Jetzt hoffe ich doch auf so ein paar Wölkchen, die sich dann hier so richtig schön verfärben. Und ja, einfach mal schauen, wie vorhin schon angesprochen, was hier rauskommt. Ich will mal zwei Bilder kombinieren, wo noch so ein bisschen Licht hier im Uferbereich drin war. Und dann halt mal ein Bild hier mitnehmen, so wie es jetzt hier ist. Also lasst euch überraschen, was dabei rauskommt. Ich konzentriere mich weiterhin auf die Fotografie. Ja, auf die Fotografie eben. Bis gleich. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein von meinem Fotoausflug an den Schliersee. Hat unheimlich Spaß gemacht. Ja, die ersten Tage oder der erste Tag richtig verregnet, unwetterartig. Dann ist das Wetter täglich besser geworden. Also es ist eine Traumlocation hier. Wer hier in der Nähe mal ist, mal vorbeifährt, unbedingt anhalten. Lohnt sich. Man kann sich hier wieder totknipsen von Motiven her. Ja, ich sage wieder Dankeschön an euch. Freut mich, dass ihr mich wieder begleitet habt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, mich wieder begleitet. Mal gucken, wo ich dann bin. Wahrscheinlich wieder bei mir in der Gegend. Und ja, wie gesagt, traumhaft hier. Und bleibt gesund, meine Lieben. Geht raus zum Fotografieren. Geht raus zum Wandern, lohnt sich immer, in der Natur unterwegs zu sein. Vor allem, wenn man an solchen traumhaften Plätzen wie hier ist. Einfach genial. In diesem Sinne würde mich freuen, wenn euch die Bilder, das Video gefällt. Über ein paar kleine Kommentare würde ich mich wieder freuen. Wenn es gefällt, auch wenn es nicht gefällt, könnt ihr natürlich auch schreiben. In diesem Sinne, ciao, ciao, euer Frankie vom Schliersee.